Hallo zu einem neuen Pickup-Video. Diesmal geht es um Filme. Meine Filmsammlung ist ja auch recht umfangreich. Und jetzt wundert ihr euch, warum liegen hier schon so viele DVDs? Ne? Hier wie Mäusejagd, Jackie Chan First Strike. Ja, warum die hier liegen, das erfahrt ihr gleich. Im Rahmen meiner Filmleidenschaft habe ich ja angefangen mit VHS-Kassetten, irgendwann zu DVD gewechselt und zu Blu-ray, teilweise 4K, aber hauptsächlich zu Blu-ray. Ja, und so ergibt sich das natürlich, dass man dann irgendwann upgradet. Als erstes waren ja die Videokassetten, die wurden zu DVDs, das heißt, man aussortiert. Und ähnlich ist es jetzt hier mit meinen DVDs. Ich habe jetzt hier einen ganzen Stapel DVD-Filme. Ich kann sie euch zeigen, wie zum Beispiel Mäusejagd, Romeo Must Die, Jackie Chan's First Strike, The Art of War mit Wesley Snipes und es geht hier noch weiter und ich erzähle auch noch, komme auch gleich noch, warum ich die hier noch liegen habe. Da habe ich noch Joyride, ich greife natürlich vor, ihr wisst, dass hier dann Blu-rays liegen werden, Der Weiße Hai 1, Twister und Daylight. Das sind sind DVDs, jetzt bin ich schon bei Videokassetten, die, ja, wie soll ich sagen, abgegradet worden. In welcher Form? Das erzähle ich euch gleich. Das meiste, was ich jetzt hier habe, ist über Amazon gekauft oder Müller, ganz normal im günstigen Bereich, also jetzt gar nicht so teuer. Ein paar kleine Deals sind auch von eBay dabei, aber dazu komme ich dann noch entsprechend. Und den Anfang machen auch nochmal VHS, Quatsch, DVDs, wollte ich sagen. Und zwar geht es darum, ich hatte einen, einen eBay-Kleinanzeigen-Deal. Mann, Leute, ich bin schon komplett durcheinander, weil ich vom hier Überblick sonst fast verliere. Egal, ich hatte einen kleinen Kleinanzeigen-Deal. Es ging um ein Mediabook, das seht ihr auch gleich noch, was mich reizte. Und dann waren da noch Filme dabei. Wo ich gesagt habe, okay, kommen die nämlich auch noch mal mit. Ich habe, glaube ich, je 3 € das Stück bezahlt oder so. Und es ging um 2 Jackie Chan Filme. Einen hatte ich wohl, da muss ich wirklich noch mal vergleichen. Deswegen wollte ich euch das auch zeigen. Gut, das ist aus meiner Sammlung. Also in dem Sinne ging es um diese beiden. Und zwar ging es um Jackie Chan Power Man 1. Und es ging um Jackie Chan The Drunken Master The Beginning. Auch so Klassiker. Teilweise gibt es die noch nicht auf Blu-ray, deswegen habe ich die mir auf DVD gekauft. Beziehungsweise manchmal sind die Blu-rays, gerade wie bei Power Man, da gibt es Power Man 1 bis 3 und das zeige ich euch jetzt gerade. Da habe ich die DVD-Box, die hatte ich bereits. Ich hatte da vergessen, in meine Liste einzutragen, dadurch habe ich den sozusagen doppelt gekauft. Ich muss mal vergleichen, ob der inhaltlich identisch ist, weil ich bin ja auch einer, der auf Specials achtet. Auf jeden Fall hatte ich das schon, das ist sozusagen meine Fassung und ich wollte euch das nur zeigen. Ich habe die beiden gekauft und der wird mich wahrscheinlich auch verlassen. Und ja, aber ich muss sagen, es gibt diese auch auf Blu-ray, diese Edition, diese ersten 3 Filme und die werden ja gehandelt richtig teuer. Also das habe ich jetzt hinterher gesehen, das Upgraden sozusagen wird da ein bisschen schwierig, aber was soll's, vielleicht finde ich sie am Flohmarkt, vielleicht finde ich sie günstig, dann kommen sie auch, aber auf jeden Fall, Jackie Chan geht immer. Ja, und soweit habe ich diese beiden neuen in der Sammlung. Ja, es kommen auch mal DVDs, das sind aber wenige. Und es kann sein, dass ich den dann aussortiere noch, den Power Man, wenn der ein bisschen anders ist als der, der dieser, die 3er Edition ist. Ja, dann werde ich den behalten, so ganz grob gesagt. Weil Jackie Chan mag ich ganz gerne und ich gucke gerne seine Filme immer mal zwischendurch. Und ja, es macht Spaß. Einen anderen Film, der, ich glaube, hat einen 10er mit Versand gekostet, ist The Last Starfighter. Dazu habe ich ein kleines Talk-Video gemacht. Ich werde das hier verlinken, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt auch ein Original ist. Ich bin auch nicht sicher. Es ist wahrscheinlich kein Original. Ich hatte schon eine Version gekauft. Das habt ihr in dem Video gesehen. Die war wirklich zwar verschweißt, aber das Cover sah aus wie eine Fotokopie. Hier ist es nicht der Fall. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es ein Original ist, denn der Film ist ja lizenziert über ein Studio, ich glaube es war Universal, und es findet sich kein Studio-Label auf dieser DVD. Sie ist gepresst, sie ist gedruckt.
Es ist ein englisches Cover drauf, hinten ist deutscher Text, sehr ordentlich, keine Fehler, alles sehr, sehr ordentlich. Und ich habe auch schon welche gesehen, da gab es hier ein Logo drauf, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Label, ja, nicht mal einen Labelnamen drauf macht. Und deswegen bin ich da sehr suspekt. Ne? Wird aber offiziell über Amazon verkauft und das ist es eben halt. Ne? Also manchmal merkt man das gar nicht und die können auch nicht checken. Die Qualität ist sehr, sehr gut. Es ist auch ein sehr lustiger Film, die Tonqualität ist gut, Bildqualität ist gut. Aber ja, das ist so der Wermutstropfen. Ich mag das nicht so gerne als Bootleg sozusagen im Regal zu haben. Ja, aber was soll's? Das war eben halt, man hat gekauft, weil man dachte, es ist das Original. Man wird ein besseres belehrt. Aber der wird sozusagen erstmal in der Sammlung bleiben, bis ich eine Blu-ray-Version vielleicht kriege, die dann irgendwann rauskommt. Ja. Ansonsten, dazu gab es dieses Video, da wo ich ein bisschen getalkt habe dazu. Und das könnt ihr da sehen. Genau. Und dann gab es aber jetzt kommt weiter zu den Filmen, die mich da hier erreicht haben. Ich gehe gleich weiter, weil es ist wirklich eine ganze Menge. Und zwar, ihr habt ja hier schon eine ganze Menge gesehen. Ich habe abgegradet eben halt Joyride mit Paul Walker und Steve Zane. Und wie hieß sie noch? Lily Sorbinski, sieht man auch leider nicht mehr. Richtig genialer Thriller, kann ich sagen. Also ich finde den Film richtig gut. Das ist so ein Horror-Thriller irgendwo. Ne? Also ein bisschen auch Anspielung an Duell von Steven Spielberg, ein 70er-Jahre-Film, den er noch vor der Weiße Hai gedreht hat. Richtig gut. Ne? Also sie schneiden einen LKW-Fahrer, der sie dann permanent verfolgt und über Leichen geht. Und sie müssen sich zur Wehr setzen. Das Geile dabei ist, die Specials. Also Leute, bei dem Film müsst ihr auch auf die Specials achten. Da sind drei verschiedene Enden drauf zu finden und teilweise bis zu eine halbe Stunde rausgeschnittenes Material. Ist dann mit Untertiteln nur zu genießen, aber es ist so interessant, diese anderen Versionen zu sehen, denn sie enden komplett anders und es ist wirklich spannend. Also kann ich euch ans Herz legen, den Film. Achso. Den Film habe ich jetzt hier auch noch zwischen. Eigentlich habe ich ihn aus Versehen gegriffen. War eigentlich gar keine Neuheit. Aber weil ich den von Blumach mal mitgenommen habe. Jim Knopf von Lukas und der Lokomotivfrau. Habe ihn inzwischen gesehen. Deswegen gut, jetzt habe ich ihn hier zwischen, erzähle ich. Aber der war vom Flohmarkt. Das habt ihr auch in einem Flohmarkt-Pickup-Video gesehen. Ich bin ein großer Fan des Buchs und des Hörspiels und der Augsburger Puppenkiste-Geschichte. Ich muss sagen, bei dem Film bin ich zweigeteilt. Also erstmal, ich finde ihn technisch toll gemacht, er harmoniert, er bringt das ganze Flair rüber, besser als ich gedacht habe. Er spielt auch ein bisschen mit dem Augsburger Puppenkisten-Charme, gerade wenn sie auf Lummerland sind, das ist dann doch schon sehr cartoonartig. Tontechnisch muss ich sagen, also musikalisch toll, dass auch dieses die Insel mit zwei Bergen-Thema eingearbeitet wurde. Es macht richtig Spaß, den zu lauschen. Soundeffekte sonst gut, aber wenn man den deutschen Ton lauscht, merkt man, dass sie viel mit O-Ton gearbeitet haben, also am Set aufgenommenen Ton, da ist so ein leichtes Rauschen zu hören und dann Figuren synchronisiert wurden, wie zum Beispiel Jim Knopf, der ein Engländer ist, nicht, dass es schlecht ist, darum geht es gar nicht, sondern dass der eben halt synchronisiert wurde. Ja, und Frau Mahlzahn, die und Nepomuk von Bulli, die sind ja, also wurde von Bulli synchronisiert, die sind ja CG-Figuren. Sind toll gemacht und logisch, dass sie synchronisiert sind. Aber man merkt den Tonunterschied. Also man merkt das richtig. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und dazu hat der Film ein großes Problem. Er lässt sich nicht die Zeit, atmen zu können. Er geht ganz hektisch voran. Er gibt kaum Erklärungen ab. Also wenn sie zum Beispiel durch die Schlucht der Dämmerung fahren, eine markante Szene, wo sie durch so eine Schlucht fahren, die dann durch das Echo einbricht, da gibt es keine Erklärung, warum sie einbricht. Sie fahren einfach durch, machen laute Geräusche, man hört es und es bricht auch ein. Und diese Sätze fehlen. Und es gibt auch... Es geht immer weiter, 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 weiter. Der Film nimmt sich nicht Zeit. Sie sehen das Land, bupp, in dem Moment sind sie da. Sie bewundern es nicht sozusagen. Na, wenn man sieht eine schöne Landschaft, dann atmet mal 10 Sekunden durch. Das gibt's nicht. Na, Jim muss... sie landen irgendwann in der Wüste, da... Hat Emma ein technisches Problem, das kann nur behoben werden, indem Jim durch in den Wassertank taucht, vorne beim Tender und eine Schraube löst. So, das ist eigentlich eine sehr spannende Szene und weil Lukas dann Angst hat, dass Jim ertrinkt. So, da
Das wird aber nicht mal spannend inszeniert. Er taucht. Ich meine, sie sind in der Wüste. Es wird auch nicht Zeit gegeben. Emma kommt gerade sozusagen aus der Schlucht. Problem darin. Also normalerweise müsste das Ding kochend heiß sein, weil es ist ja eine Lokomotive. Sie warten nicht, bis es etwas abkühlt. Sie gehen sofort daran. Dann taucht Jim rein in diesen Kessel. Und keine zwei Sekunden, nachdem er untergetaucht ist, geriet Lukas in Panik. Jim, was ist mit dir? Ich meine, man muss doch mal ein bisschen Zeit lassen. Man muss diese Szene doch mal auf sich wirken lassen. Und das... Der ganze Film ist so, dass er diese Szenen, diese ganze Atmosphäre nicht wirken lässt. Du als Zuschauer kriegst du dieses Mitfiebern, dieses Miterleben gar nicht so richtig mit, weil du kommst nicht dazu. Und dann wird auch am Ende eine wichtige Szene weggelassen. Und zwar, ich spoiler jetzt, wird Lummerland durch eine kleine Insel ergänzt, die eine schwimmende Insel, die sie einfangen. So. Plötzlich, die haben sie dann irgendwann. Sie bekommen diese Informationen, wie sie die, dass sie die einfangen müssen, und dann haben sie die. Es wird also gar nicht erst gezeigt, wie sie die bekommen. Vielleicht war es denen nicht spannend genug oder so, aber es gehört zur Geschichte. Und da hätte man ein bisschen was machen können. Also es fehlen Erklärungen, es ist einfach da dann. Naja, das ist so mein Meckern auf dem Ganzen. Technisch, wie gesagt, auch schauspielerisch finde ich super besetzt, das passt. Es ist eben halt auch deutsch, und die Frau Malzahn, diese Drachenlehrerin, wird im Original, also wurde von der Schauspielerin Shirley MacLaine in den Bewegungen inszeniert. Sie hat auch die Dialoge vorgegeben, die dann von der deutschen Stimme Judy Winter übernommen wurden. Weil man wollte den Film auch im Englischen veröffentlichen. Hat man nicht gemacht, man hat nicht den Mut gehabt dazu, das durchzuziehen. Das, was sehr schade ist, denn nur Mut bringt einem weiter. Ja, das ist sehr schade. Den zweiten Teil, Jim Knopf und die Wilde 13, werde ich mir auch nochmal anschauen, wenn ich den Film günstig kriege. Ansonsten, oder irgendwo auf den Digitalmärkten finde, dann, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt habe ich sogar schon so ein bisschen filmmäßig was erzählt. Ich hoffe, das gefällt euch so. Hier ist nochmal ein Film dabei, der bei Last Starfighter als Geschenk dabei war. Extreme Force, Rache ist knallhart. Eine Last Blu-ray, eine DVD plus Cover, keine Ahnung, ist absolut independent. Zwei Filme waren noch dabei. Gut, kann ich komplett sagen. Dann habe ich mir den. Ich habe jetzt ein bisschen gewechselt, weil ich hier gerade gesehen habe, ein bisschen durcheinander die Filme habe. So, dann habe ich mir gekauft den neuesten Detektiv Conan-Movie, die Halloween-Braut. Ist im Dezember rausgekommen, aber ich habe ihn etwas später gesehen. Großartiger Movie, hat mir mega gefallen. Das Einzige, was mir wie immer nicht gefällt, ist, sie sind auf umweltfreundlichem Papier gegangen für Cover und Booklet. Und das sieht wie eine Fotokopie aus. Es ist einfach, dieser Hochglanz ist weg dadurch, weil sie wollten diese Stoffe weglassen, um ein bisschen umweltfreundlicher zu sein. Aber irgendwie, es wirkt wie eine Kopie, als ob ich es gerade aus dem Drucker geholt habe. Und das macht es minderwertig. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist das Einzige. Der Film, wie gesagt, absolut mega. Macht sehr viel Spaß und kann man auch mehrfach gucken. So, jetzt komme ich zu dem, wo ich ein bisschen durcheinander gekommen bin. Zu diesen Jackie Chan DVDs kamen noch drei Filme, und es ging mir eigentlich im Ursprünglichen nur um das Mediabook. Das habe ich jetzt ja auch in den Händen, aber zusammen, was habe ich denn bezahlt? Ich glaube, ich habe 30 Euro fürs ganze Set bezahlt. Mit Versand, kann man sagen. Oder ein bisschen weniger, 25. Zwei Filme waren dabei, und zwar James Bond Filme auf Blu-ray, die ich so gelegentlich sammle. Also Feuerball, eben halt auch ein toller Film, eben halt mit Sean Connery. Einer meiner Favorites auch von den Klassikern. Kann ich immer wieder gucken. Ich habe noch bisher kaum James Bond Filme auf Blu-ray, weil ich damals noch die letzte Special Edition Reihe auf DVD hatte, und dann habe ich eigentlich nicht nochmal abgegradet. Ne? Das war so ein großen Bond-Koffer. Den bin ich dabei abzugeben. So, Octopussy war der zweite Film, gab es dann sozusagen mit im Set ganz günstig. Der Roger Moore-Film ist auch nicht schlecht. Ist halt ein typischer James Bond, kann man fast sagen. Warum ich aber das Ganze gekauft habe, lag daran, dass dieses Mediabook, was ich in den Händen, das war noch verschweißt, das hat 10 Euro gekostet, aber man guckt ja immer noch, was der Verkäufer hat und so, hat das schon zusammengesammelt. Ja,
Was war dabei? Es ging um Tim und Struppi. Die Realverfilmung aus den 60ern. Das ist das limitierte Mediabook mit Wendecover. Was heißt Wendecover? Es ist so ein Pappcover hier drumherum. Das ist so. Das war dann eingeschweißt und hier habe ich die Nummer 1343 von 5000. Gut, ist auch eine ganze Menge eigentlich. So nie, das klingt mehr schlimmer als es ist, weil es gibt manche reguläre Auflagen, die auch nicht höher sind, weil es eben halt nicht so viel verkauft wird. Ja, also in diesem Mediabook, was ist so ein Schuber, hinten finde ich ein großartiges Artwork. Vorne seht ihr auch nochmal das Cover, auch sehr, sehr schön. Angehaucht übrigens an den Kinofilm, weil so ein altes Schiff spielt hier überhaupt keine Rolle. Das Geheimnis um das goldene Vlies. Es ist zwar ein Schiff, um das es geht, aber es ist kein Segelschiff, sondern mehr so ein kleiner Frachter, den der Captain Haddock erbt. Und es spielt auch Professor Bienlein mit. Es ist eine sehr, sehr lustige Komödie. Real, aber eben halt doch ein bisschen überzogen. Es funktioniert nicht wirklich in diesem Real-Style, obwohl er unterhaltsam ist. Und genau das war auch der Grund, warum Steven Spielberg jahrzehntelang die Rechte hielt und keinen Realfilm hingekriegt hat und sich dann für einen CG-Film entschieden hat. Wie gesagt, weil es doch ein bisschen zu lächerlich wirkte. Ansonsten hier drin ist die Blu-ray und die DVD enthalten. Als Booklet gibt es die Geschichte nochmal als Comic. Gut, ich hätte gerne ein bisschen mehr Informationen zum Film gehabt und nicht so ein Comic vom Film, weil, ich habe ja den Film nicht am Gucken, ich brauche das Comic da drin nicht. Ansonsten ist das für die Sammlung, für meine Tim und Struppi Sammlung eben halt, ja, gedacht hauptsächlich. Und ja, und der 10 Euro war eben günstig, weil meistens kostet es um die 30 Euro, glaube ich, habe ich mal geguckt, 30, 40 Euro wurde das schon gehandelt und 10er neu war dann wirklich günstig. So, jetzt geht es aber weiter mit Filmen. Werden noch ein paar mehr Filme abgegradet bei mir, sozusagen, als die ich am Anfang gezeigt habe. Und zwar jetzt geht es gleich weiter mit auch ein paar neuen Filmen, die jetzt in die Sammlung gekommen sind. Außer die zweite Staffel Ari Fuerta, die Anime-Serie, Volume 3, das ist die Mediabook-Edition. Leider gibt es sie auch nicht als normale Hülle, deswegen hat sich mein Bruder das auch gekauft. Ihr seht es. Und dann gab es eben halt ein paar Filme, die neu in der Sammlung sind. Einfach so. Sonic 2, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist unterhaltsam. Jim Carrey ist großartig. Die Synchronisation von Sonic finde ich gewöhnungsbedürftig. Er ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Der Julian Bam, der YouTuber, der ihn spricht. Bisschen schade. Nur steht hier auch nicht wirklich vorne drauf. Knuckles und Tails sind noch dabei, die sind wesentlich lebendiger gesprochen. Aber es ist unterhaltsam, der Film, und darum geht es. Und Jim Carrey ist einfach nur großartig. Dann gab es einen asiatischen Film mit Donnie Yen, Raging Fire, auch nicht schlecht. Und die Blu-ray-Version Uncut ist sie auch, The Art of War. Und das ist sozusagen ein Upgrade hiervon. Auch komplett identisch, Special und alles, das ist identisch. Und als Resident Evil Fan musste der in die Sammlung. Ich will mir wahrscheinlich nochmal die Steelbook-Version mit den Specials zulegen, aber hier habe ich gewartet, wirklich, dass er günstig war. Also war, ich habe, glaube ich, keine 5 Euro bezahlt, neu, weil es so zum Z war mit günstigen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Der Film ist leider nicht gut, so sehr ich Resident Evil liebe. Resident Evil Welcome to Raccoon City, die Realverfilmung. Sie haben gute Ansätze gehabt und das war's. Und dann viel Scheiße gebaut. Ich werde da nicht weiter diskutieren drüber. Wenn ihr mal möchtet, dass ich mal einzelne Filme auseinandernehme, ein bisschen drüber talke, schreibt es in die Kommentare. Da reden wir weiter drüber. So, noch weiter geht es mit weiteren Filmen, die Sammlung in die Sammlung gekommen sind und auch teilweise Upgrades sind. Ein Upgrade ist zum Beispiel das hier von einem meiner Lieblingsromanzen aus der Jugendzeit, sozusagen. Ist sie nicht wunderbar? Toller Film mit Lea Thompson, Mary Stuart Masterson und Eric Stoltz. Sozusagen, Lea Thompson ist ja bekannt als Mutter von Marty McFly. Auch richtig klasse. Ein wunderschöner Film, tolle Musik und die klassischen 80er-Jahre-Romanzen halt. Ne? Von John Hughes, der auch
beziehungsweise produziert von John Hughes und Howard Deutsch hat Regie geführt. Also das ist sozusagen die ganze, die Riege, die damals die Filme wie Pretty in Pink, was war das noch jetzt? Breakfast Club und all diese Dinge mit inszeniert haben. Also richtig schöner Film und musste auch sein in dieser Form. Und sozusagen die DVD wird mich dann verlassen. Ja, hatte ich noch nicht in der Sammlung, gibt es jetzt Uncut, war sogar mal indiziert. Rookie, der Anfänger, ein Film von und mit Clint Eastwood und Charlie Sheen. Richtig gut, kann ich nur empfehlen. Roy Julia als Bösewicht ist mega. Ist wie gesagt jetzt Uncut, war mal indiziert als 18er, ist ab 16 jetzt. Kann man sich antun, also kann man sich angucken, so gesagt. Ja, einer meiner Lieblings-Action-Filme von Jackie Chan, auch mit First Strike, musste jetzt auch Blu-ray sein. Die Bildqualität schwankt ein bisschen, kann ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten Jackie Chan, Action, richtig geile Action. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Arnold Schwarzenegger von Paul Verhoeven. Nein, es ist nicht Starship Troopers, auch wenn ich den als Megafilm machte. Es ist Total Recall. Ich habe ihn jetzt in dieser neuen remasterten Version mit sehr viel Specials. Ich habe ihn sogar in verschiedenen Versionen und hier zum Beispiel unter anderem in der, was ist das, die UK-Fassung. Da war auch mit deutscher Ton. Ist ein bisschen anders. Auch sehr cool. Ich finde dieses Schwarzenegger-Schriftlogo geil. Aber er wird mich wahrscheinlich verlassen. Ich werde nochmal vergleichen. Das Cover finde ich mega. Und das Film ist einfach auch einer der besten Filme, die ich, Science-Fiction-Filme, die ich kenne. Von der Geschichte her, von der Action, von allem irgendwo. Der hat so viel. Und das macht es einfach irgendwo besonders. Also wie gesagt, einer meiner absoluten Favorites. Jetzt nochmal in der neuen Fassung. War auch ganz, ganz günstig. Hat unter 10 Euro gekostet. Also kann man jetzt da nicht anders sagen. So, und dann habe ich hier noch Filme, wie gesagt, die hattet ihr hier auch gesehen. Sind abgegradet worden. Großartige Komödie, Mäusejagd. Also auch absolut top. Klassiker Wayne's World mit Michael Myers oder Mike Myers und Dana Carvey. Richtig cool. Auch Tia Carrere mit dem Song. Wirklich toll. Und hier habe ich hier Action mit Alaya, die Sängerin, die ja leider verstorben ist. Romeo Must Die. Auch richtig schöner Film. So. Vier Filme sind das nicht mehr, es sind jetzt noch drei Filme und dazu möchte ich auch ein bisschen was sagen. Und zwar haben wir hier einmal Der Weiße Hai. Weiße Hai, Klassiker von Steven Spielberg, habe ich auch hier. Das ist die Originalversion, das ist auch die, wenn ihr auf DVD habt, müsst ihr diese Version haben, denn die hat noch den Originalton. Universal kam irgendwann auf die Idee, den Film neu zu synchronisieren im Rahmen ihrer ganzen Upgrades auf 5.1 Ton. Der Film ist durchschnittlich synchronisiert. Bringt nicht dieses alte klassische Fair und war total für die Katz, sozusagen die neue Version, die ist danach erschienen. Das ist noch die mit der Originalsynchro, lohnt sich auch. Ich habe hier sogar noch Teil 3 drin, den hatte ich nur als Disc. Ja, ansonsten, da sind auch sehr, sehr viele Specials drauf, deswegen finde ich, lohnt sich das. Auch hier ein richtig geiles Motiv mit den drei Hauptfiguren, auch richtig klasse. Ja, aber hier sind jetzt auch sehr viel Bonusmaterial, Making-ofs drauf, auch neueres Material. Ich muss nochmal direkt vergleichen. Aber weil es auch schon so eine Collector's Edition ist, mit diesem weiß ich noch nicht, ob ich die abgebe, sondern ich bin auch so, dass ich ab und zu mal ein paar DVDs behalte, wenn mir das sozusagen gefällt, von der Edition her. Auch wie gesagt, auch dieses ganze Logo und so weiter, das hat auch was anderes. Der Weiße Hai. Hat hier die beiden Synchros übrigens drauf. Es ist die klassische alte Synchro, die ist dann auch nur in 2.0. Das macht es aber nichts. Das Wichtige ist, diese alte Synchro hat wesentlich mehr Tiefe. Die Sprecher sind besser, einfach. Auch wenn es teilweise die gleichen Sprecher normal sind, aber fühlt sich nicht mehr genauso an. Gab ja leider, wie gesagt, einige Filme dieser Art. Die Synchros kann man beide auswählen. Sozusagen die Kinosynchro oder die klassische Synchro und die neue Synchro. Aber ich kann auch nur die klassische Synchro empfehlen bei dem. Also, das ist wie gesagt ein Film, den ich dann sozusagen auch upgrade, aber ich noch nicht genau weiß, ob ich abgebe. Und gleiches geht eben halt für
Daylight und Twister, zwei Filme, zwei Klassiker, die ich damals wirklich echt im Kino gesehen habe und die mich begeistert haben. Sicherlich mag man bei Stallone Daylight schon geteilt sein. Der Film kam fast gleichzeitig mit Dragonheart, von den Rob Cohen auch inszeniert hat. Hier spielt noch Viggo Mortensen mit und so weiter. Also der Aragorn-Schauspieler aus Herr der Ringe. Hier war ja mit von dem Autor von Jurassic Park geschrieben. Twister ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Man jagt ja Wirbelstimme mit Bill Paxton, der ja leider auch verstorben ist. Und wie war das, wie ich sie noch jetzt hier? Helen Hunt. Richtig schön. Großartiger Film. Inszeniert von John de Bont, der Speed gemacht hat. Speed auch einer meiner Lieblings-Action-Filme. So, diese beiden sind auf Blu-ray neu erschienen. Die gab es auch schon mal in regulären Editionen. Und ich habe jetzt sozusagen upgraded. Und zwar Twister ist in so einem Schuber-Edition. Also hier ist wirklich eine schöne Blu-ray. Ne, das sieht ein bisschen anders aus drin und das ist so ein schöner Schuber drumherum, sieht richtig cool aus und mit sehr, sehr viel Specials abgemischt. Das ist ein HD-Remaster, Deutsch und Englisch in Dolby Atmos und Auro 13.1, also richtig gut, es lohnt sich auch, weil der Ton für den Wirbelsturm richtig klasse gemacht ist. Unheimlich viele Specials und ja, dafür muss er sein. Die kosten aber auch um die 25 Euro. Also die sind nicht günstig, aber sie lohnen sich. Von Dragonheart habe ich auch eine ähnliche Version, kann ich euch auch nur empfehlen, die auch eine Original-Kinosynchro noch in hat. Denn die bei Dragonheart wurde die Synchro ein bisschen später für den Home-Release entschärft. Ja, was Neues gab es. Also wie gesagt, Twister, großartig und ähnlich ist es auch bei Daylight. Auch hier, ich mag dieses Cover. Richtig geiles Cover. Auch hier. Wie gesagt, kommt in so ein Schüberchen. Ne? Und kann man richtig sehen. Und ein bisschen dick, aber es ist auch ein. Achso, das macht es auch ideal. Es sind so hier so ein Booklet. Das kann man richtig, war zu tief. Ein schönes Booklet dabei, was viel Hintergrundinformation bietet. Und wir haben jetzt hier auch zwei Blu-rays. Wo das alles aufgeteilt ist mit den Specials und ja, kann man nur sagen, mega Ausstattung, super viel Specials und das ist eben halt das, wo ich jetzt dann vergleiche. Ich bin ja einer, der Specials liebt, das heißt, ich kontrolliere nochmal, obwohl der Film hat nicht so viel Specials, das heißt, der wird mich auch dann verlassen. So, mehr Filme sind jetzt nicht in die Sammlung dazugekommen. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, mit einem Like, wenn es euch gefallen hat, das Video, einem Abo, falls ihr noch nicht habt. Und ja, teilt das Video, aber was, egal. Was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn ihr kommentiert. Schreibt mir über eure Gedanken zu den Filmen, welche Verbindung habt ihr. Wollt ihr vielleicht nochmal, dass ich einfach mal über einen Film allein spreche, vielleicht mal ein bisschen ausführlich oder irgendwie meine Meinung vielleicht auch kundtue zu den einzelnen Filmen, wenn ich sie gesehen habe, wie die Editionen sind oder so. Das könnt ihr mir gerne da lassen. Und was ich euch auch fragen möchte in diesem Zusammenhang, ich sortiere, habe ja jetzt hier aussortiert. Ich habe jetzt hier ja einige ganze Filmreihe, die mich jetzt verlassen werden. Ihr seht das ja hier jetzt. Das sind natürlich nicht alle Filme, die mich verlassen haben. Ich habe also noch ganze Kisten derzeit bei mir liegen. Und interessiert es euch vielleicht, wenn ich ein Video mache mit all meinen Titeln, die ich abzugeben habe, indem ich einfach mal die in die Kamera zeige, wie sie sind, so nach dem Motto, hier, DVD und ein Booklet, gab es damals auch übrigens ab und zu, weil DVDs sind vorhanden und ich gebe die ab für, sage ich nach dem Motto, 2 Euro. Und ich habe auch Blu-rays abzugeben und so weiter, weil ich mal irgendwas abgegradet habe, mal was doppelt gekriegt habe oder geschenkt gekriegt habe oder was auch immer. Ja, ob es in eurem Interesse ist, dass ich so ein Video mache, so ein Sale-Video, was ich aus der Sammlung abgebe, dann lasst es mich bitte wissen, denn nur dann lohnt es sich, das zu machen. Ansonsten, ja, das war's für dieses Pickup-Video. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.